Herr Heiliger Geist, herzlich willkommen. Übernimm du die komplette Leitung hier. Denn mit dir haben wir alles. Und ohne dich haben wir nichts. Aber lass uns den Evangelisten Daniel Schotz herzlich willkommen heißen. Ich wollte eure Hände aufziehen. Und jetzt segnet ihn mal. Halleluja. Vater, danke noch für Daniel, dass er ein Evangelist ist in aller Nationen, dass er nicht irgendwo festgefahren ist, sondern wirklich ein Mann Gottes ist, Herr. Und ich danke dir vom ganzen Herzen, Herr, dass er das, was in ihm ist, das rausholt. Wir holen ihn raus, Daniel. Wir holen ihn raus in Jesu Namen. Das, was du uns zu sagen hast, Gott, Gemeinde. Wir wollen das haben im Namen Jesus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen dir alles, alles, wir nehmen alles, was du hast, in Jesu Namen. Du bist ein Mann Gottes und geben dir die Ehre in Jesu Namen. Haben wir uns von dir geschrieben. Und haben wir Feier, machen wir uns, aber machen wir. Das Mikrofon, genau. Halleluja. 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 Unser Gott wirkt Wunder. Amen. Amen. Halleluja. Schön, dass ich hier zu sein bei euch allen. Ja. Pastor Graf, danke für die Einladung. Schön, euch alle zu sehen. Junge und ältere Freunde, Halleluja. Und Geschwister im Herrn vor allem. Amen. Amen. Ganz herzliche Grüße, meiner lieben Frau, die ist zu Hause. Halleluja. Amen. Amen. Aber ja, wir machen weiter. Amen. Halleluja. Egal was kommt, wir machen weiter. Amen. 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 Am Mittwoch, so Gott will und wir leben, fliege ich nach Nigeria. Das war ein Wunder gewesen. Wir haben durch ein Wunder ein Visum bekommen. Ja, Amen. Es gibt derzeit keine Visa für Nigeria, für Prediger. Aber es gibt einen Pastor in der Botschaft. Halleluja. Amen. Amen. Und dann geht es weiter von Nigeria nach Äthiopien und dann wieder zurück nach Deutschland mit einem langes Paket. Aber wegen der Corona-Sache müssen wir Sachen zusammenpacken, ja, wegen den ganzen Vorschriften, dies und jenes. Halleluja. Denkt an uns, betet für uns. Im April geht es wieder nach Nigeria und dann von da nach Tansania. Dann ist geplant, das später ist geplant, Sambia, genau, Sambia und im Juni und dann wahrscheinlich Kenia am Anschluss. Also, Doppelpaket haben wir dieses Jahr. Ja. Okay, ihr könnt euch informieren, Stoff gibt es hier, es sind noch ein paar Newsletter irgendwo, alles kostenlos, mitnehmen, Halleluja. Okay, seid ihr bereit? Ja, Amen. Ich glaube, die meisten Christen, die meisten glauben schon an Jesus. Die meisten glauben schon an Jesus, ich glaube, ja. Okay, Halleluja. Ist heute keine Crusade, okay? Aber ich will was mitgeben, was jetzt für die Zeit gut ist, wichtig ist. Amen. Das heißt, heute ein bisschen mehr auf der Lehrseite und auf der Seite, wo ich dich herausfordere. Halleluja. Amen. 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 So, ich will dich herausfordern, jetzt nach oben zu schauen, hoch zu schauen und keine Panik zu schieben. Das ist die Botschaft heute. Ja. Aufsehen, hochschauen und keine Panik schieben. Amen. Es sind viele von uns, wir haben jetzt Corona gehört, wir haben Angst, ja? Und wir sind in den Survival-Mode geschaltet. Überleben. Ja? Wir haben runtergeschaltet, irgendwie. Überleben. Nein, wie Gott will nicht, dass du überlebst, er will, dass du lebst. Amen. Amen. Er will, dass du aus dem Vollen lebst und dass du überfließt und andere segnest. Halleluja. Amen. Amen. Deswegen heute, na, hochschauen, ja? Und keine Panik schieben. Halleluja. Amen. Okay, wir werden zwei Sachen uns anschauen heute. Einmal Matthäus 24, wenn wir es aufschlagen möchten. Matthäus 24, und zwar Vers 4. Matthäus 24, Vers, im Deutschen ist das 6. Vers 6 im Deutschen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Amen. Amen. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Halleluja. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ja? Und dann sagt Jesus, seht zu und erschreckt nicht. Das kann man so verstehen wie, passt auf und erschreckt nicht, oder schaut zu und erschreckt trotzdem nicht. Amen. Amen. Weil noch ist nicht das Ende. Du kannst dann nachher mal sagen, noch ist nicht das Ende. Noch ist nicht Ende. Amen. Amen. Weil die ganze Welt muss vorher das Evangelium gehört haben. Amen. Früher kommt Jesus nicht wieder.
wieder. Da können sich alle Endzeitpropheten alle möglichen Theorien ausdenken. Jesus kommt nicht wieder, bis nicht jeder Volksstamm erreicht ist. Amen. Und da gibt es noch viele Hunderte und Tausende Volksstämmen, die keinen einzigen Vers haben aus der Bibel in ihrer Sprache. Ja. Halleluja. Amen. Es ist noch viel Arbeit für uns. Jesus kommt bald wieder, aber heute noch nicht. Halleluja. Amen. Amen. Er kann für dich heute kommen, wenn du stirbst. Eine andere Geschichte. Ja. Aber für die Welt kommt er noch nicht. Er muss zuerst allen das Evangelium verkündigen. Halleluja. Amen. Halleluja. So, mein Aufruf an dich ist, sieh hin und erschrick nicht. Ja. Schau hin, aber schieb keine Panik. Halleluja. Und viele von uns schieben Panik. Christen streiten sich über Corona. Ja. Christen trennen sich. Gemeinden spalten sich. So viel Ärger wegen Corona. Amen. Sieh zu und erschrick nicht. Matthäus 24, Vers 6. Warum mich erschrecken? Sprüche 4, 2, 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Halleluja. Fokussiere nicht auf die Nachrichten, nicht auf die verschiedenen Meinungen. Beschütze, bewahre dein Herz. Sonst blockierst du dein Leben. Aus dem Herzen kommen die Gedanken. Ja. Und aus den Gedanken kommen die Worte. Und deine Zunge lenkt dein Leben. Amen. Du bist heute ein Produkt von dem, was du vor 10 Jahren ausgesprochen hast. Oh, ja. Du bist heute da, wo du bist, weil du vor 10 Jahren etwas gedacht hast und gesagt hast. Halleluja. Amen. Amen. Deswegen darfst du jetzt nichts Falsches sagen. Darfst dich nicht paralysieren lassen. Du musst dein Herz beschützen. Ja, in der Corona-Zeit. Dein Herz beschützen. Ja. Amen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Hab keine Angst. Ja. Erschrick nicht. Schau hin und erschrick nicht. Ja. Schau auf zu Jesus und schieb keine Panik. Halleluja. Keine Panik. Amen. 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 Okay, wir sollen sehen, Matthäus 6, 22. Matthäus 6, 22. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist oder rein ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Jesus warnt uns, er sagt, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja. Sonntagsschule. Ja. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Ja. Heute mehr denn je. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja. Ja. Wir müssen nicht nur sehen, wir müssen aufpassen, was wir sehen. Amen. Nicht nur hören, wir müssen aufpassen, was wir hören. Amen. Amen. Was wir reinlassen. Und Jesus sagt, das Auge ist wie ein Filter. Ja. Du musst aufpassen, was du dir reinziehst und was du dir nicht reinziehst. Es gibt Nachrichten, ja. Gute Nachrichten, böse Nachrichten, Fake News. Gibt alles. Ja. Halleluja. Man muss sortieren. Man muss gucken und erstmal nicht erschrecken. Schieb keine Panik. Halleluja. Wir haben alle unsere Brillen auf. Ich meine nicht Glasbrillen. Die Brillen aus der Vergangenheit. Ja? Einige haben die Brille des Humanismus aufgesetzt und sehen alles. Ach ja, Mensch, der arme Mensch. Nein. Es geht zuerst um Gott und dann um Menschen. Amen. Wenn du heute mal in die Seelsorge reinhörst, wird dir schlecht, weil es ständig um den Menschen geht, der arme Mensch. Ja? Und Sigmund Freud lässt immer grüßen in der biblischen, sogenannten biblischen Therapie. Nein, ist nicht biblisch, ist freudianisch. Ja, es geht um den Menschen, ja. Ach, weißt du, das kann Gott doch nicht so gemeint haben. Doch, das meint er genauso, wie es geschrieben steht. Ja. Wenn der Mensch im Zentrum ist, siehst du die Welt anders. Du musst die Brille absetzen. Ja. Einige haben eine säkulare Brille. Du siehst alles weltlich. Du willst alles verstehen mit deinem Verstand. Willkommen in Deutschland. Ja. Alles verstehen wollen mit dem Verstand. Ja. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Manche Dinge müssen im Geist genommen werden. Setz dir heute Jesus-Brille auf. Halleluja. Und was du siehst, siehst du mit der Jesus-Brille. Halleluja. Dann werden große Probleme ganz klein. Ja. Amen. Amen. Weil du Jesus da hast. Halleluja. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und wenn du es gesehen hast, dann schau weg von den Problemen und schau auf zu Jesus. Ja, Amen. Also, du kannst die Flimmerkiste auch mal ausschalten. Amen. So ein Zeitsparknopf. Das ist meistens oben auf der Fernbedienung links oben der rote Knopf, der Zeitsparknopf. Ja. Drückst drauf, machst plötzlich Zeit zum Bibellesen, Zeit zum Beten. Ne? Ja, aber. Ja, aber. Ja.
Herzschlagknopf, Halleluja. Dann kannst du wieder nachklardenken. Lass dich nicht ständig berieseln von den Medien. Ihr würdet euch wundern, wie viele Stunden wir in Deutschland im Schnitt vom Fernseher sitzen und das Radio laufen haben. Unsere Gehirne werden regelrecht gewaschen, Halleluja. Dann glaubst du jeden Mist, der in den Nachrichten kommt, nur weil es bei ARD und ZDF kam. Ich sehe immer Christen, die sind ARD und ZDF verseucht. Und dann merkst du, okay, der hat nur ARD geguckt und ZDF. Hoffentlich bleibt er auf Facebook, Halleluja. Amen. Ja, es gibt Leute, die kennen keine alternativen Nachrichten. Ja. Mach dir selbst Gedanken im Geist. Lass die Jesusbrille aufgesetzt und dann schau Nachrichten. Halleluja. Du bist im Geist, hör, der lügt doch. Ja. Ja. Der ist doch so allglatt, der tropft doch schon. Ja. Die ganzen Leute, die auftreten mit ihren frommen Gebärden und uns vertrösten, alles Mögliche. Wenn du das im Geist siehst, dann wird dir manchmal schlecht. Ja, Halleluja. Zieh die Jesusbrille auf. Kopf hoch. Lukas 21, 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, wenn Corona kommt, wenn Kriege kommen, wenn dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Lösung naht. Ja, Amen. Oh, Halleluja. Halleluja. Ihr müsst jetzt nicht Trübsal blasen. Nicht traurig sein. Oh Gott. Als ob Gott Corona nicht vorhergesehen hat. Na, er wusste Bescheid, Corona kommt. Ja? Ja. Und er sagt, Leute, wenn all das geschieht, wenn die Endzeit endlich mal anbricht, dann freut euch doch. Halleluja. Dann freut euch, wenn er wiederkommt. Amen. Es ist immer spannend, wenn ich frage, wie viele von euch wollen in den Himmel? Heb die Hand. Alle. Wie wär's mit heute? Halleluja. Deutlich weniger. Und ähnlich auch hier. Alle hier, Endzeit, bald kommt Jesus, Halleluja. Und wenn es dann kommt, dann wäre er traurig. Jetzt die Zeit, sich zu freuen. Ja, er kommt bald wieder. Ja. Halleluja. Ich bin ja Vater, ich habe drei Söhne, der Älteste ist jetzt 19, große Jungs. Und ich war bei allen Geburten dabei gewesen. Und wenn die Presswehen kommen, ne, das tut weh. Ja? Ja? Das ist schlimm. Ja? Aber weißt du was, die Freude steigt. Weil das Baby da. Amen. 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 Genauso hier. Corona ist eine Wehe. Amen. Freut euch, das Baby kommt bald. Halleluja. Jesus kommt bald wieder. Halleluja. Amen. Aber nicht als Baby zum Glück. Amen. Halleluja. Und als König der Könige. Amen. Amen. So, Schluss mit Trübsal, Schluss mit Depri schieben und alle, die jetzt zu Hause sitzen und nichts zu tun haben, schalt die Glotze aus, ja? Und mach die Bibel auf, Halleluja. Lies im Wort, bete, du hast Zeit zum Beten, du hast Zeit zum Bibellesen, jetzt hast du Zeit, Amen. Ja, Amen. Halleluja. Nicht traurig sein, positiv sein. Wir haben jeden Grund, positiv zu sein, Halleluja. Wir können uns freuen. Amen. So, wir schauen weg von den Problemen, wir schauen auf zu Jesus. Amen. Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nur eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ah. Mit Ausdauer, ja. Kriechen. Laufen! Mit Ausdauer laufen! Christen stehen nicht, ja. Christen gehen nicht, Christen laufen. Amen. Und dann laufen wir vorwärts und nicht rückwärts. Amen. Auch in der Corona-Zeit laufen wir. Halleluja. Amen. Wir machen Fortschritt. Amen. Amen. Das ist die Einstellung. Er sagt, damit wir vorne laufen, nicht müde werden. Vers 2. Wie geht das? Indem wir hinschauen auf Jesus. Amen. Amen. Wenn du dich ablenken lässt, wirst du nicht weiterlaufen. Du wirst hier stehen bleiben, da sind ein paar Blümchen, da ist ein Hundehaufen. Ne? Und dann läuft, nein, geh weiter. Halleluja, geh weiter. Halleluja. Ein arabisches Sprichwort kennt ihr vielleicht. Ne? Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Da habe ich irgendwo im Büro gehabt, jahrelang. Das haben viele Hunde gebellt, auch über den Hund und den Dienst. Wenn du stehen bleibst und ihnen Aufmerksamkeit gibst, verlieren, die beißen dich sowieso und du verlierst deinen Fokus. Ja, ja. Du musst laufen. Ja, Amen. Du musst schneller laufen als die Hunde. Halleluja. Amen. Du musst laufen. Amen. Amen. Auch
auch in der Corona-Zeit musst du laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Königs Gottes gesetzt hat. Vers 3. Achtet auch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Schreiber des Hebräerbriefs, wahrscheinlich Paulus, sagt, Leute, schaut doch auf Jesus, wie er durchgehalten hat, wie er im Kampf weitergemacht hat. Und er wusste, er muss durchs Leiden durch, aber er wusste, die Freude kommt. Amen. So, und er hat um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Seid bereit, durch Schwierigkeiten durchzugehen. Amen. Amen. Weil die Freude kommt, Jesus kommt wieder. Amen. Amen. Halleluja. Wir sollten jetzt eigentlich in einer gewaltigen Erwartungshaltung sein, positiv sein. Leute, unser Herr kommt wieder. Ja, Amen. So, ich hoffe, dass die Stimmung im Leib Christi hier in Duisburg, in Deutschland, kippt. Und zwar hineinkippt in den Heiligen Geist. Amen. Dass die Stimmung wieder aufsteht und trunken ist des Geistes. Amen. Halleluja. Amen. Dass wir anfangen zu laufen. Amen. Ja, Amen. Ja. Halleluja. Okay. Heute wollen wir uns zwei Dinge anschauen, mit der richtigen Brille, mit Jesus. Amen. Okay, jetzt immer schon erwähnt, Corona. Wir schauen uns Corona kurz an, ganz kurz. Alles im Thema, alle wissen Bescheid, okay? Ja. Aber ganz kurz hinschauen und nicht erschrecken, das ist ganz wichtig, nicht erschrecken. Okay, Corona, ist Corona unheilbar? Sag mal was. Nein. Okay. Na, das lasse ich sein. Wir sind ja live, auch, ne? Bleiben wir mal bei den offiziellen Zahlen. Offizielle Zahlen, die auch das RKI veröffentlicht hat. Ja? Und zwar Zahlen von der Grippewelle 2017, 2018, vor 3 Monaten. Wisst ihr, wie viele Menschen da gestorben sind? Nur in Deutschland. In 3 Monaten ungefähr. Die Grippewelle 2017, 2018. Das könnt ihr nachlesen. Das ist öffentlich. Ne? 25. Ja, 25.100 Menschen. 25.100 Menschen starben innerhalb von 3 Monaten in Deutschland an Grippe. Habt ihr Masken getragen? Nein. Gab es einen Lockdown? Nein. Einige von euch hören das zum ersten Mal, weil es euch vorbeigegangen ist. Ja? Innerhalb von 3 Monaten ungefähr, über 25.000, da wurde nichts gemacht. Braucht mir keiner erzählen, dass wir die Masken und den Lockdown haben, nur weil der Virus so gefährlich ist. Wenn der Virus gefährlich wäre, würden wir alle freiwillig um Masken betteln. Ja, nur nebenbei. Ich weiß, einige treffen wie auf die Zehe. Denk nach, ne? Kopf einschalten. Wichtig, auch wenn du zuhörst, denk nach, Kopf einschalten. Halleluja. So, wir sehen das. Ja. Nein, wir sind staatstreu, wir lieben Jesus, wir beten für die Regierung, wir machen keinen Stress, wir sind die friedfertigen Menschen im Land. Amen, ganz wichtig. Ja, Amen. Christen beten für die Politiker. Amen. Amen. Wir ziehen nicht los mit Waffen. Amen. Wir beten für sie, wir segnen sie. Amen. Amen. Manche segnen wir auch mit Buße, segnen wir sie auch. Halleluja. Ich segne immer wieder Politiker mit Buße, von oben bis unten, die ganze Hierarchie durch, segne mit Buße, immer wieder. Halleluja. Schau es dir an, aber schalt deinen Kopf ein. Und schau es dir an mit einem biblischen Auge. Wie schlimm ist der Virus wirklich? Wie viele Kinder sterben jeden Tag an Hunger? Wie viele Menschen sterben an Herzinfarkten? Wie viele Menschen sterben an Krebs? Ist egal wer wie stirbt, ist immer einer zu viel, ist klar. Halleluja. Aber versuch das Ganze in der Perspektive zu sehen. Einmal aus rein sachlicher, analytischer Perspektive, ja, wenn du einfach Zahlen liest, offizielle Zahlen. Keine Zahlen von Aluhütlern, okay? Offizielle Zahlen, ja. Und selbst offizielle Zahlen werden dir allerdings verraten. Okay? Wir wissen, dass ja dahinter etwas versteckt, das zusammenbraut, das wäre der Feind, nicht die Masken. Dahinter ist eine Macht, die etwas ausprobiert, die nach vorne pusht. Ja. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind in der Endzeit. Das ist ein Testlauf, glaubt es, ein Testlauf. Gemeinde, weckt auf, wacht auf. Gemeinde, ja, strukturiert euch neu. Ja, Gemeinde, Amen. Denkt nach. Ja, Gemeinde, es werden andere Zeiten kommen. Amen. Wir schauen, wir erschrecken nicht. Halleluja. Ich hab geprägt, wo es Ebola gab. Ja und? Trotzdem hingefahren. Ebola ist tödlich. Ebola ist nicht zu vergleichen mit Corona, überhaupt nicht. Trotzdem hingefahren. Ja und? Jesus kann. Amen. Amen. Jesus kann bewahren, Jesus kann heilen. Amen. Amen. Übrigens sterben jedes Jahr
offiziellen Zahlen nach bis zu 500.000 Menschen an Influenza und Grippe. Ja, weltweit. In Deutschland waren es damals 25.100. Weltweit 500.000. Das ist ganz normal. Ist immer einer zu viel. Ganz klar. Jeder ist einer zu viel. Aber es ist normal. Okay? Und das sind nur die registriert wurden, die Fälle. Wie viele Leute sterben auf dem Dorf? Wo kein, ja. In Indien, in Afrika, wo kein Haar nachkriegt, Statistik. Du hast die Statistik. Das gehört zum leider gehört das zu unserem gefallenen Dasein. Okay? So, die Frage ist nicht, ob das Virus schlimm ist, die Frage ist, wer dahinter schlimm ist. Augen auf. Sehen, aber nicht erschrecken, keineswegs. Nicht erschrecken. Wir haben keine Angst, wir machen weiter. Wir werden nicht komische Menschen, wir werden nicht Corona-Prediger oder Anti-Corona-Prediger. Nein, wir haben unseren Auftrag. Amen. Wir evangelisieren. Und wenn wir mit Masken evangelisieren müssen, dann eben mit Masken. Halleluja. Amen. Aber wir verlieren den Auftrag nicht aus den Augen. Ganz wichtig. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Lass mal alles mal ein bisschen links liegen jetzt. Es ist noch viel mehr zu sagen zum ganzen Thema. Thema pharmazeutische Industrie und was da alles abgeht. Thema Politiker und was da abgeht. Übrigens ganz aktuell auch heute, dass da Forschung angestellt werden zu einem Gesundheitsminister und zur Kanzlerin bezüglich Vorteile aus dem Corona-Verkauf. Jetzt aktuell aus den Nachrichten. Heute. Da ist jemand, der es versucht jetzt. Das ist nur eine Kleinigkeit. Da ist viel mehr im Gange. Aber so, hinsehen, nicht erschrecken und wissen, wer wir sind in Christus. Weil, wisst ihr was? Amen. Wir haben im Reich Gottes Zugang zur Heilung. Ja, Amen. Es wird die Zeit kommen, wo wir vielleicht keinen Zugang mehr haben werden zum Gesundheitssystem. Kann sein. Aber wir haben Zugang zum göttlichen Gesundheitssystem. Wir haben Heilung in Christus. Jesus Christus heilt. Halleluja. Ich kenne meinen Jesus. Er heilt. Blinde Augen gehen auf. Lahme gehen. Amen. Leute, die stumm waren, die taub waren, hören wieder, reden. Ganz viele in Äthiopien, ganz viele. Taubstumme, wurden nur mehr geheilt. Taubstumme, und dann werde ich sprechen hören. Eine Frau, die war 4 Jahre lang auf einer Trage. Und die war geheilt, stand da, hat Zeugnis gegeben. Ihr Sohn war außer sich, der hat fast Purzelbäume geschlagen. Jesus heilt. Amen. Und er heilt. Ja. Und er heilt nicht nur deine Kopfschmerzen. Ja. Er heilt alles Mögliche. Amen. Er kann neue Organe kreieren. Amen. Jesus macht das alles. Amen. Deswegen hast du Zugang zur Gesundheit. Ha. Wow. Wovor haben wir Angst? Wovor hast du Angst? Halleluja. Mein Jesus heilt. Amen. Ja. Ich gebe eine Geschichte aus 4. Mose 21, wo das Volk Israel murrt und murrt und murrt gegen Gott und unzufrieden ist und Gott schickt feurige Schlangen. Kennt ihr die Geschichte? Ja. Giftige, feurige Schlangen, feurige. So, die fangen an, Leute zu töten. Die beißen die Leute und die sterben tatsächlich von Schlangenbissen. Okay? Jetzt kommen die angerannt zu sagen zu Moses, hilf uns. Ne? Sag deinem Gott, unserem Gott, deinem Gott, dass er die Schlange wegnehmen soll. Ihr kennt die Geschichte, oder? Mhm. Ja. Okay. Die sagen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen für uns wegnimmt. Und Moses bat für das Volk. So spannend, nicht? Die feurigen Schlangen kamen. Corona kam. Und das Volk Gottes wusste, wo das Problem war. Das Problem war nicht nur in Wuhan, das Problem war die Sünde im Camp. Ja. Ja. Die sagten, hey, Mose, wir haben gesündigt. Wir verschulden das, sagen sie. Übrigens, es gibt eine Beziehung zwischen Sünde und Krankheit, eben wirklich. Ja. Natürlich hast du Gnade und Vergebung, ganz klar. Aber wenn du ständig in Sünde lebst, wird Krankheit kommen, glaub es mir. Okay. Und was macht Gott? Mose geht zu Gott und sagt, Gott, bitte, nimm die Schlangen fort. Was macht Gott? Hat er die Schlangen weggenommen? Nein. Nee, hat er nicht, oder? Hat er nicht. Die Schlangen blieben da. Aber inmitten der Schlangen hat er einen Weg vorbereitet, wie Menschen, die gebissen wurden, überleben konnten. Aha. Und dann beten wir gegen Corona und Gott sagt, hey Leute, warum betet ihr gegen Corona? Ich habe euch einen Weg gezeigt, wie ihr gesund bleiben könnt und wenn ihr krank werdet, könnt ihr geheilt werden. Amen. Ja. Das ist in der Bibel. Ja. Okay,
Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Heute würden wir sagen, an einem Kreuz. Klingelingeling. Ja, und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Dann machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen oder an dem Pfahl oder an dem Kreuz. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Ja. So, diese eherne Schlange ist ein Bild für Jesus. Das kann doch wohl nicht sein. Jesus eine Schlange? Das ist ein Teufel, ne? Oder nicht? Ja, aber Johannes 3 vergleicht sich Jesus genau damit. Leute, so wie die Schlange erhöht wurde in der Wüste, so muss der Mensch so erhöht werden. Das heißt, die Schlange symbolisiert alles Böse, alles Sündhafte. Und in dem Moment, als Jesus am Kreuz hing, war die Sünde auf ihm. Waren die Flüche auf ihm. War das Böse auf ihm. Amen. Und dann sagt er, wer die Schlange ansieht, wer die Schlange ansieht, der wird leben. So, wer heute Jesus ansieht, der wird leben. Der wird körperlich leben. Der wird geistlich leben. Der wird seelisch leben. Du siehst Jesus an. So, jetzt überleg dir mal ganz praktisch, wir lesen das auch oft in der Bibel, ja, da war ein Schlange, nee, das war real. Die kannten den Ausgang der Geschichte noch nicht, okay? Die wurden gebissen, die liefen zum Mond. Mose, hilf uns! Okay? Die sind vielleicht angeschwollen. Das war schlimm, okay? Und dann sagt Moses, ich baue euch eine Schlange und dann schaut ihr euch die Schlange an und dann ist alles gut. Was spinnst du, Moses? Schlange anschauen? Wie soll denn das funktionieren? Weiß ich nicht. Hat Gott mir gesagt. Da musst du dich entscheiden. Entweder glaube ich diesen Mose, der ein bisschen komisch ist in der Schlange, und tu das, oder ich lasse es, ja, und sterbe in meinem Stolz. Das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, eine Torheit, wen? Ne? Ich glaube. Die können es nicht kapieren. Wie kann so eine Leiche am Kreuz mich beeinflussen? Wie kann so eine blutige Leiche am Kreuz mir Rettung verschaffen? Genau das ist das Evangelium. Ja, Halleluja. Und da ist nicht nur Vergebung geschehen, das war das Größte, aber da ist auch Heilung bezahlt worden. Amen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Amen. Halleluja. Als Jesus am Kreuz hing, war er eine einzige Wunde. Boah. Wisst ihr, das, was Mel Gibson da produziert hat, war ein guter Versuch. Ja. Ist noch bei weitem untertrieben. Lies mal Jesaja 53. Da hing noch die Fetzen, er war unkenntlich. Ja. Das war ein Stück zerfetztes Fleisch am Kreuz. Und diese Botschaft ist die Botschaft des Evangeliums. Die zeigt auf der einen Seite, wie grausam Sünde ist, auf der anderen Seite, dass diese grausame Sünde bezahlt wurde in Christus. Amen. Halleluja. Er ist nicht nur gestorben, um unser Leben zu verbessern, ja? um deinen Saustall zu renovieren. Er ist gestorben, uns neues Leben zu geben. Amen. Radikal neues Leben. Um dir zu vergeben. Und er sagt, du hast Zugang zur Heilung. So wie damals zu Moses Zeiten, hast du jetzt Zugang zur Heilung. Wovor hast du Angst? Angst haben die, die nicht glauben. Ja, ja. Jetzt musst du nicht gleich heulen und sagen, hackt wieder auf Ungläubigen rum. Nein. Weißt du, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Da ist eine Crusade und Leute werden geheilt. Es gibt Zeugnisse. Halleluja. Viele geheilt worden. Dann sind da ein paar Leute, die nicht geheilt worden sind. Ja. Du bist so ein falscher. Nein, ich bin kein falscher Prediger. Erstens heile ich nicht. Und zweitens predige ich keine falsche Botschaft. Ja, aber die sind nicht geheilt worden. Und die sind jetzt verletzt in ihrem. Nein, wenn die verletzt sind, haben die ein Problem. Schau dir mal Jesus an. Er hat Leute gescholten wegen ihres Unglaubens. Ja. Er hat geschimpft. Amen. Eines Tages, als sie übers Meer fuhren, ich kenne die Geschichte, und fast ertrunken sind, die Jungs waren traumatisiert. Die dachten, die sterben jetzt. Die hatten das noch nicht aufgeschrieben in der Bibel, die wussten es noch nicht. Die waren in der Geschichte, okay? Die dachten, jetzt ist Ende. Die letzte SMS geschrieben noch schnell, ne? Schatz, ich liebe dich, ne? Und tut mir leid, ne? Und ja, alles durch, ja? Die haben Schluss gemacht mit ihrem Leben, ja? Und dann kommt hier
Ja, heute, ja, jetzt müssen wir die Jünger aufbauen und trösten. Nein, er schimpft mit denen. Er schilt sie. Wegen ihres Unglaubens. Ja. Jesus. Und weißt du was? Die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Amen. Und die Bibel sagt, dass Jesus Gott ist. Amen. Das heißt, Jesus ist Liebe. Amen. Und was er macht, ist Liebe. Amen. Und wenn er den Ungläubigen ausschimpft, ist das Liebe. Amen. Ja, warum? Weil er ihm helfen möchte. Amen. Und heute sind wir so humanistisch geprägt. Ja, jetzt ist da jemand nicht geheilt worden. Wie gehen wir damit um, seelsorgerlich? Weiß ich nicht. Ich weiß, Jesus heilt. Ja. Amen. Halleluja. Okay, wir haben Zugang zur Heilung. Ne? Schau nach oben, schau zu Jesus. Keine Panik. Amen. 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 Okay. So, jetzt gibt es mehr Grund zur Panik. Der zweite Blick. Jetzt schauen wir nach innen. Wir haben rausgeschaut, ups, Corona. Ne? Corona. Ne? Und dann haben wir festgestellt, gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt die christliche Brille aufgezogen, Jesus. Und durch seine Brille ist es gar nicht so schlimm. Okay? Ja, aber Bruder Schott, du hast doch da. Ich kenne da jemanden, der ist fast dran gestorben. Natürlich. Ja, gibt es. Ich bin ja auch kein Corona-Leugner. Es gibt ja auch noch Krebs. Ne? Es gibt ja auch noch Herzinfarkt, das ist alles real, das gibt's. Aber ich habe einen Jesus, der alles heilen kann. Amen. Alles. Und jetzt schauen wir nach innen, in die Gemeinde hinein. Natürlich nicht eure Gemeinde. Eure Gemeinde ist ja vollkommen. Wir schauen jetzt mal in die Nachbargemeinde. Die ganz schlimm nebenan, irgendwelche. Die Konkurrenzgemeinde, kennt ihr die? Okay, die schauen wir jetzt rein. Nicht hier, natürlich nicht. Mhm. Halleluja. Die Bibel sagt, in der letzten Zeit wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe in vielen erkalten. In diesen Zeiten leben wir. Und das sollte uns erschrecken, nicht Corona. Ja. Dass die Liebe in vielen erkaltet ist. Dass Bruder und Schwester sich nicht vertragen. Dass man sich anklagt und vor Gericht zieht. Bruder gegen Bruder, vor Gericht. Ja. Machenschaften hintenrum, Hass und Bitterkeit und Unvergebenheit. Die ganze Palette. Im Leib Christi. Der Leib Christi ist keine schöne Braut. Ist eine hässliche, stinkende Frau. Noch. Naja, noch. Aber Jesus arbeitet dran, nicht? Naja. Und dann gibt es ja noch, wisst ihr, im jüdischen Kontext, sehr spannend, im jüdischen Kontext können wir ja noch das Hochzeitsgewand spielen. Ja. Da wird alles nur zugedeckt und dann sieht sie schön aus. Aber zur Zeit, nein. Alles andere als hübsch und alles andere als wohlriechend. Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Halleluja. So, also wir sind nicht mehr in der Liebe. Wir lieben uns nicht mehr gegenseitig. Das klingt jetzt so platzfleisch, aber überdenke mal nach. Wie es vor 20, 30 Jahren war, wo du vielleicht woanders gewesen bist und erlebt hast, wie Menschen dann umgingen. Vor 50 Jahren, vielleicht, wenn man es hört von den Geschwistern, wie es damals war, wie sie verbunden waren, wie sie eins waren, wie sie nicht so egoistisch waren, sind wie wir heute, waren wie wir heute sind. Amen. Da ist was passiert, da ist ein Fortschritt. Die ganzen Medien stumpfen uns ab. Stumpfen. Und man meint, wenn ich selbst erschrocke, da höre ich davon, dass jemand drei Menschen umgebracht hat und plötzlich merke ich, das berührt mich gar nicht. Das passt was nicht. Wir sind abgestumpft durch die Medien. Irgendwas passt da nicht. Amen. Das muss wieder wach werden. Müssen wir anfangen zu lieben. Und wir schlafen. Wir schlafen. Und manche Gemeinden schlafen so tief, die schnarchen nicht mal. Das aus. Da passiert gar nichts mehr. Auch jetzt in Corona-Zeit. Ne? Ich meine, klar, wir wollen ja vorsichtig sein. Wir wollen ja ein Beispiel sein. Wir wollen keinem zu nahe treten. Ja, aber Leute, wir können doch das tun, was wir tun dürfen. Das tut ihr auch. Wir Masken auf, treffen, weitermachen. Halleluja. Übrigens, wir haben in Deutschland zum Glück noch keine Christenverfolgung. Nein, das noch nicht. Wir sind betroffen, ja, stark betroffen, weil Gemeinschaft für uns wichtig ist. Aber von der Christenverfolgung kann man nicht reden. Wir sind hier auch privilegiert. Die Bars haben zu, wir haben auf. Das ist ein Segen. Das ist eine Gnade. Deswegen, alle daherkommen und anfangen irgendwie Stimmung zu machen, ja, es verfolgt. Nein, es ist keine Christenverfolgung. Nein, noch nicht. Hoffentlich kommt die auch nie, kommt aber irgendwann mal. Ja, ja, aber noch ist es keine Christenverfolgung. Ja, Amen. Ja, die Bordelle sind auch zu. Die Diskotheken sind zu. Die Bars sind zu. Halleluja, Amen. Ja, Amen. Auch der Teufel steckt ein. Ja, auch die ganzen Spiele, Sonntagsspiele, alles nicht. Ne?
Da läuft nichts mehr. Der Teufel hat ein Eigentor geschossen. Deswegen, Leute, wir haben noch keine Christen vor uns, aber die kommen. Okay? Nur so nebenbei. Amen. So, geistlicher Schlaf. Wir müssen aufwachen, wach werden, aus der Passivität rauskommen. 1. Timotheus 3, 1, Vers 3, ihr kennt das alle wahrscheinlich. 1. Timotheus 1, Vers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Fremde Lehren. Irrlehren. Die gibt es heute noch. Ja. Ja, Moment, aber wir tun alles so, als ob es die gar nicht mehr gibt. Also die Irrlehren, die uns ausgestorben sind. Damals gab es doch jetzt nicht mehr. Heute, nein. Ja, weißt du, die Gemeinde hat einen anderen theologischen Schwerpunkt. Nein, das ist eine Irrlehre. Ja, weißt du, der Bruder, der hat einen anderen theologischen Ansicht. Das ist eine Irrlehre. Warum spricht heute keiner mehr von Irrlehre? Oder? Weil wir alle politisch korrekt sein wollen, alle tolerant sein wollen. Es gibt Dinge, die sind außerbiblisch, die sind falsch. Ja. Das kann man doch so auch sagen. Und Paulus hat es konfrontiert. Es gibt Irrlehre. Aber wir schlafen, wir merken das nicht. Und sich auch mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen für euch hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Amen. Ja, Amen. Gibt es bei euch Heuchler? Nicht melden. Ja, die gibt es in den Gemeinden zuhauf. Na? Kommst du in den Gottesdienst, bist super froh, ne? Hast jeden mit der Frau verschnitten im Auto, ja? hast eine Frau vermöbelt zu Hause, oder die Frau den Mann, gibt's ja auch, ne? Ja, das gibt's auch, ja, Leute, Männer werden öfter verprügelt, das Ding, ja, Gott, denen ist bloß zu peinlich, das zu melden, statistisch wirklich wahr, ja. Gewalt, dann kommst du in die Kirche, Halleluja, Heuchler. Du heuchelst dir was vor, ja? Ne? Die Nacht durchgezockt, ne? Und morgens ja Lobpreis machen. Ist nicht die Salbung, nein, ist nicht die Salbung. Ist eine Müdigkeit. Ja. Manche habe ich selbst erlebt, ja? Manche spielen am Sonntag irgendwo in einer Pub, irgendwo in der Disco, machen da Musik und kommen sonntags besoffen zur Kirche und machen Lobpreis. Das ist Business. Nee, nicht. Das war. Nee, hier nicht. Nee, auf hier nicht. Ich predige ja nicht von der Gemeinde, von der Nachbargemeinde. Halleluja. Oh, Herr. Halleluja. Herr, hilf. Amen. Ja. Die Gemeinde schert sich heute mehr um politische Korrektheit als um das Wort Gottes. Wir wollen immer alle hineinpassen. Wir wollen mitspielen mit den Großen. Ich will da nicht mitspielen. Ja. Es ist erschreckend, Pastor Grafo. Ich sehe Pfingstgemeinden, die mutieren zu Landeskirchen. Ja. Vom Stil. Außen steht Pfingstgemeinde drauf, du kommst rein, ist alles geteilt, alles liturgisch, alles steif. Du denkst, du bist eine Landeskirche. Ja. Es ist erschreckend. Halleluja. Wir wollen mitmachen. Ja. Nein, ich will da nicht mitmachen. Das dämpft den Geist. Ja. Ja. Wenn du Pfingster bist, Charismat bist, dann sei das mit Stolz. Halleluja. Amen. Amen. Und dann tu, was Gott dir gesagt hat. Amen. Amen. Nicht humanistisch sein, nicht weltkonform werden. Ja. 2. Timotheus 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und das spricht ja nicht von Corona. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dieser eine Nebensatz beschreibt die heutige Gesellschaft. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Beschreibt übrigens auch viele Gemeinden, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Beschreibt auch viele junge Menschen in den Gemeinden, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Halleluja. Ja, ja.
Ja, wir werden heiraten. Du hast gesündigt. Du bist vor der Eheschließung ins Bett gesprungen. Das ist Sünde. Ja. Ja, ja, ja. Es ist schlimm. Wir haben einen heiligen Gott. Es gibt eine echte Hölle. Ja, und wenn du nicht Buße tust, kommst du dahin. Und ganz egal, ob du Mitglied bist in einer Metto-Pfingst-Charismatischen Gemeinde. Ganz egal. Ja. Oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Du musst Buße tun über Sünde. Und wir leben der Zeit, was passiert. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Ja, ja. Von solchen wende dich ab. So. Kennt ihr die Menschen? Einige auf dem Pferd, ich frage mich immer, warum Menschen, die nichts zu sagen haben, im Fernsehen sind. Die wollen einfach nur ein schönes neues Jäckchen zeigen, ein Jackett, ne? Und dann kommen die mit ihrer Skinny Jeans, ich habe nichts gegen Skinny Jeans, wenn du das hast, ist okay, aber ich sag mal, ich kenne die Typen, Skinny Jeans, ne? Und umgekrempelt, ganz coole Schuhe. Ne? Und dann, die waren natürlich im Sonnenstudio. Frisch gestylt, ja. Und dann kommen die und wollen eine Message predigen. Nein, nicht predigen. Ne? Die wollen talken. Ja, Message ja. Talken. Dann Chai Latte. Und dann hörst du hinzu, du hörst nur Schrott und du spürst nichts zum Heiligen Geist. Wir haben einen Schein von Frömmigkeit. Ich war in einer Gemeinde, ich will keinen Namen nennen. Ich war da als Gast, nicht als Gastprediger, nur als Gast mal vor vielen Jahren mit der Familie hingefahren. Ich guckst dir mal an, die Gemeinde. Ja, hingekommen, jo, kommst du rein, welche Radiomusik? So. Und dann überall Bildschirme, also technisch bis, also vom Feinsten, alles super. Technisch überall Bildschirme und Ansagen eingeblendet, hast nicht, ist alles ganz toll. Und dann so coole Typen, die kommen und dann mit meinen Jungs, die waren damals so jünger gewesen, na, also cool geredet, weil sie das S-Wort genutzt, um cool zu wirken, das S-Wort. Nee, meine, das S-Wort ist nicht christlich. Das nutzen wir manchmal, ne? Aber hoffentlich immer seltener. Das ist nicht biblisch, okay. Dann sind sie so cool. Dann kommt der Typ, setzt sich auf die Bühne. Die Bühne war super designt. Passend zum Thema. Die haben sich in Kosten. Ja. Und dann die Tapete, der letzte Schrei, wirklich ganz tolle Tapeten, ne? Super. Und die Anlage toll. Und dann weißt du, denkst du, wow, ne? Man kann da sowas von weich gewaschen, ne? Verdünntes Evangelium, ne? Und dann keine Salbung, null. So, die haben einen Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Jetzt würde ich sagen, ja, Moment mal, die müssen wir doch tolerieren, sind unsere Geschwister, oder? Was sagt Paulus? Ja, er sagt, lauft weg! Von solchen wende dich ab! Ha! Lass dich stehen! Oder tritt sie raus! Ja, oder tritt sie raus! Ja, freundlich bitten! Freundlich bitten! Es gibt verschiedene Methoden. Freundlich bitten, ja. Manche müssen echt freundlich gebeten werden. Also, das sind die Sachen, ihr könnt Geschichten erzählen. Oh. Und nebenbei noch eine Sache erzählen: das Gambia. Wir waren vor vielen Jahren war ich in Gambia. Gambia, Afrika. Wir kamen dorthin und sollten eine Crusade haben, alles war am Boden. Der Pastor war deprimiert, die Gemeindeglieder waren nur ein paar da, alle, ich merke, das war alles so ein Chaos durcheinander, das war so schlimm gewesen. Und dann fing er an Fragen, was ist hier los? Und dann kam er raus. Ne? Und da war ein Prophet gewesen. Und ich habe nichts gegen Propheten, ich prophezei auch manchmal. Ne? Ich glaube an Propheten, aber es gibt leider zu viele falsche Propheten, die gibt es auch. Ja, ja. Ein Prophet aus einem anderen Land war da gewesen. Und er hat prophezeit. Der konnte die Telefonnummer sagen. Deine Telefonnummer. Ja, ich meine, die weiß ich selbst, die brauche ich nicht. Aber so ein Zeug, ihr könnt alles Mögliche raushauen. Die waren alle so, boah, ne, boah, krass. Ne? Und der gleiche Prophet hat dann abends mit den Mädels geschlafen aus der Gemeinde. Prophet. Super Prophet. Prophet, ja, ja. So, und dann habe ich, und der Pastor saß im Vorzimmer, da habe ich ihm zum Pastor gesagt, du bist schuld, habe ich ihm gesagt zum Pastor, du bist schuld, du bist ein Hirte. Sag ich, wenn ich du gewesen wäre, die hätten mir zwei große Männer genommen aus der Gemeinde, ich hätte den Körper nicht herausgeführt. Körperlich. Ich hätte, erst ausholen, erst mal eine lang und danach entschuldigen. Nein.
aber nicht biblisch, ne? Doch, das ist biblisch. Weißt du, was Paulus sagt? Er sagt, oder soll ich in Stockholm, hat er geschrieben. Zum Gründen, ja? Oder soll ich in Stockholm? Wenn ihr nicht hört, komm ich in Stockholm, Paulus. Stock. Nehmt euch den Schwachen an. Ja. Vielleicht kann man es nachher rausschneiden, ich weiß nicht. Ist biblisch. Aber wir, was machen wir? Wir tolerieren. Und dann werden wir genauso wie Leute, die uns her sind. Ja. Paulus sagt, von solchen wende dich ab. Abwenden, offiziell. Nicht nur irgendwie als Pastor, Timotheus war ein Pastor, ein junger Pastor. Paulus sagt, als Pastor, wende dich von derartigen Menschen ab. Hab mit ihnen nichts zu tun. Das darf jeder sehen. Unser Pastor ist aber immer so nett. Wir haben einen netten Pastor, weißt du? Er liebt alle. Nee, Paulus, nee, nicht nett sein. Übrigens, nett sein ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Nee, ist keine. Nett sein ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Freundlich, ja, nett nicht. Wir müssen nett sein. Ja. Paulus war auch nicht immer nett, wisst ihr das? Ja. Ja, da gab es schon krasse Sachen bei Paulus. Er hat Leute konfrontiert. So, Paulus sagt zu Timotheus, wende dich ab. Leute, in der Endzeit werden es viele nicht schaffen. Und alle scheinatten Prediger werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Außer die haben den Heiligen Geist, sonst schaffen die es nicht. Amen. Wir haben vorhin im Büro kurz gesprochen, über Männer Gottes, die fallen. Ich habe festgestellt, die haben alle eins gemeinsam. Und da kannst du Regeln auflegen, kannst diesen Ehrenkodex haben und im Leben, alles Mögliche. Trotzdem fallen diese Männer Gottes. Warum? Kein Heiliger Geist, nur wenig Heiliger Geist. Darauf kommt es an. Du musst voll des Geistes sein. Du musst voll des Geistes sein. Und dann wirst du auch nicht fallen. Du musst vor Gott leben, nicht vor Menschen. Halleluja. Amen. Okay. Jetzt haben wir hineingeschaut in die Gemeinde, das ist erschreckend. Wenn ich Gemeinden sehe, ich erschrecke manchmal. Mir tut es auch so weh, ich bin oft in afrikanischen Gemeinden unterwegs. Und ich erinnere mich an die Gemeinden vor, sagen wir, 15 Jahren. Was war da für Feuer? Was war da für Salbung? Was haben die gebeten? Heute merke ich, manche Gemeinden sogar, ne? Larifari, angepasst, Business, läuft so, alles organisiert, aber kein Feuer. Ja. Ich weiß, wie es euch geht. Viele Gemeinden haben nachgelassen. Und weil der Endzeit, glaube ich, jetzt in dieser Zeit nutzt der Herr, um auszusieben. Ja. Ja. Und er sagt, hey, es geht nicht mehr um Strukturen, es geht nicht mehr um Organisation. Gott ruft aus verschiedenen Denominationen, aus verschiedenen Gemeinden, geisterfüllte Menschen und bringt sie zusammen. Ja. Das ist der Leib Christi. Amen. Gott reorganisiert. Ja. Er erschüttert zuerst, postmodern, er dekonstruiert, das ist ein postmodernes Wort, dekonstruiert und dann konstruiert er was Neues. Ja. Zurzeit ist er am Dekonstruieren, am Schütteln, am Rütteln, überall quietscht es. Und dann baut er was Neues auf. Aber bei uns in der Ecke hat es auch nicht gerüttelt, geschüttelt an der Gemeinde. Da hat der Herr schon zweimal versucht. Eine sehr konservative Gemeinde, sehr legalistische Gemeinde. Zumindest wollen die den Heiligen Geist nicht haben. Hat der Heilige Geist angefangen zu wirken, zweimal. Wir haben es zweimal platt gemacht. Traurig. Die Leute sind dann raus, woanders hin. Ja. Leute, es wird sich trennen. Und deswegen sei auf der richtigen Seite. Sei ein Mann, eine Frau des Geistes. Amen. Ja. Amen. Ich kann dir jetzt viel erzählen, über was wir machen sollen, was wir nicht machen sollen. Es kommt letztendlich mit dem Heiligen Geist an. Wenn du den hast, wird alles gut. Ja. Schaffst du nicht. Amen. So. Wir haben zwei Sachen gesehen. Draußen ist Corona und drinnen ist Chaos. Chaos. Ja, ich habe kein passendes Wort. Erschreckend. 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 Ja. Und manchmal, weißt du, manchmal denkst du, habe ich das nötig? Muss ich mir das antun? Mit dem göttlichen Bodenpersonal? Wenn ihr wüsstet, was es alles für Christen gibt, die betrügen und die lügen, Pastor. Auch Missionsfirmen, was da alles getrieben wird an Mist. Absolut. Dann denkst du auch mal, habe ich das nötig? Aber ich tue es, weil ich ihn liebe. Und ich weiß, dass der Heilige Geist uns durchtragen wird. Und immer wieder treffe ich Leute und dann merke ich, hey, wir sind eines Geistes, das passt, der liebt auch Jesus, der will das echt. Und dann triffst du Leute, die sind all glatt, die wollen nur Geld und Macht und Position und Ruhe. Ja. Und Gott wird das trennen. Amen. 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 Schau raus, da ist Corona, schau rein, du wirst schockiert sein, aber schau nach oben. Amen. Schau zu Jesus. Ja. Halleluja. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Werd nicht mutlos. Amen. Amen. So, jetzt gebe ich dir noch ein paar Tipps mit. Halleluja. Erstens, gute Nachricht. Gott sucht dich. So, er braucht dich. Amen. Amen. Gott sucht nach Menschen, die wirklich radikal sind, die hingegeben sind, Amen. Die
Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und sagen, ich will jetzt, ab heute, radikal nach vorne gehen. Ja. Ich will alles geben. Amen. Ja. 2. Chroniker 16, 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Auch in Deutschland, auch in Duisburg. Guck Gott! Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt und auf ihn gerichtet ist. Amen. Gott sucht Menschen, die sagen, ich will ganz mit Gott gehen. Amen. Ungeteilt, kompromisslos. Amen. Halleluja. Ich freue mich über jeden Pastor, der Buße tut. Ja. Ich freue mich über jeden Leiter, der sich neu entscheidet und sagt, ich will ganze Sachen machen mit Jesus. Amen. Alles andere wird nichts bringen. Da kannst du noch so viele Titel haben. Leute, was heute Schmuh läuft mit Titeln. Charismatischen Bereich. Ja. Doktor, Bischof, Archbischof, Erzbischof, so und so. Ja? Und dann werden Bischofshüte angezogen. Ja. Wollt ihr sehen? Ja. Übel. Ja. Ja. Das kalte Kotzen. Ich war mal in Spanien gewesen. Ich war dann Gastredner. Dann haben wir Samstag, glaube ich, irgendwo wurde ich mitgenommen zu so einer Veranstaltung. Dann haben sie einen schlimmer eingeweiht als den anderen. Der eine war schon. Der war ein Kandidat, der wurde eingeweiht zum Bischof. Mir ist so schlecht geworden. Das sah aus wie eine katholische Zeremonie. Ja? Er stand da mit seinem Mantel und seinem Hirtenstab und seinem großen Hut oben auf. Schweinegeld gekostet. Ja? Aber weißt du, Leute, die das brauchen, da sind arm dran. Ja. Leute, die das brauchen, die ihren Titel raushängen lassen müssen, die haben es nötig. Ja. Die haben nichts vorzuweisen. Die klammern sich an Titeln. Amen. Das muss aufhören. Ich sagte, Gott sucht nach dir und er sucht nach Menschen, die ungeteilten Herzen sind. Und es ist ganz egal, wer du bist. Ganz egal, welchen Bildungsstand, akademischen Grad, Gesellschaftsstand, egal, ob du ganz oben oder ganz unten bist. Ganz egal, wenn du dich entscheidest, ich will ungeteilten Herzens radikal ihm nachfolgen, wird Gott dich finden. Amen. Halleluja. Und er wird dich erheben. Und er wird dich rekrutieren in die Endzeitarmee. Amen. Amen. So, das Zweite, in dieser Endzeit, in dieser auch Corona-Zeit, jetzt bleib positiv. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Halleluja. Wir haben keinen Grund zu klagen. Wir haben Grund uns zu freuen. Jesus kommt wieder und wenn du jetzt Zeit hast, wenn du Kurzarbeit hast, wenn du zu Hause sitzt, lies doch die Bibel. Tank dich voll mit dem Wort Gottes. Geh raus und predige. Mach irgendwas für Jesus. Das ist eine Gelegenheit. Sei positiv. Amen. Drittens, sei leidensbereit. Sei leidensbereit. Und fürcht euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Okay? Amen. Körperliches Leiden gehört dazu. Ja. Also komm. Zum Teil ist es schon da. Ich bin Leuten begegnet auf Missionsfeld, die Brüche hatten, als möglich, die beide für Jesus gelebt haben, gepredigt hatten. Wisst ihr, es gibt Menschen in Afrika, in Asien, die kennt kein Mensch. Die haben keine Visitenkarte, die haben keine Facebook-Page, die haben keine Webseite, nichts. Aber die haben für den Herrn gelitten. Und Gott kennt sie. Amen. Ich war vor vielen Jahren in Bungoma, Obushi, eins von den beiden, in Kenia. Und bei dem Pastor, in einer Gemeinde, Wellblechdach, eine Holzkonstruktion, wirklich billig, arm, ne? Und bei dem, der hat drei Tote von den, ne, drei Menschen von Toten auferweckt. Die waren bei ihm in der Gemeinde jetzt. Die waren tot, ne? Hat die auferweckt, jetzt ist die Gemeinde mit dir. Was? Da spricht keiner davon. Den kennt keiner. Ja? Aber irgendwo, ne? Irgendwo in den USA passiert irgendwas ganz Kleines und plötzlich ist ein Mädchen ganz, oh, hier geht's vor, hier ist Erweckung. Das ist keine Erweckung. Ja? Wir haben in Afrika auch viel größere Erweckung, die geht an der Welt vorbei. Davon weiß keiner. Amen. Aber das sind Menschen, die bereit sind zu leiden. Denen geht es nicht um Titel, um Anerkennung, um Geld. Die leiden. Ja. Ja? Ich bin immer vorsichtig, wenn jemand kommt und sich vorstellt, ich bin Apostel. Wenn du Apostel bist, dann werde ich das schon merken. oder ich bin Doktor. Leute, nein. So, ich kenne da jemanden, ich fliege da wahrscheinlich wieder hin im April, hoffe ich, im April, nach Sambia. Ein Mann, also ein typisch afrikanischer Mann, alter Mann, wirklich schon alt. Mit so einem, kennt ihr das, ein Jackett? Ich weiß nicht, wie viele Jahre so alt ist ein Jackett?
Zigmal gebügelt, kennt ihr das? Mit dem, ja, so glänzt schon und so. Ganzen, wie aus der Altkleiderkammer. Ne? So ein Mann, ne? So. Und dann merkst du, der ist gebildet, merkst du schon, der hat ne, gutes Englisch, der ist gebildet und so, aber sieht aus wie so ein Nobody. So, und dann fängt er jetzt an zu erzählen, was die so machen. So, in der Gemeinde, da habe ich geprägt, haben in der Gemeinde kein fließendes Wasser. Ne? Da, wir mussten da sehen, wie in der Kirche kam, Wasser und Schlamm, keine Fenster. Ja, wenn es anfängt zu regnen, wird das zugemauert, bis zur Hälfte, dass die so reinblören. Ne? Ne? Lehm. Alles im Leben, nichts ist gestrichen. Ne? Ein Dreck, okay? Das ist eine Gemeinde da. Ne? Er fing an zu erzählen. Er erzählte davon, dass sie zu den Armen gehen. Die gehen zu den Armen. Die sind selbst schon bettelarm. Aber die gehen zu den Armen. Und der kein Titel, nichts, aber er ist ein Apostel. Und er hat mal so eben 100 Gemeinden. Amen. Der hat keine Fernsehshow, der hat keine Visitenkarte oder was. Der ist einfach da, der macht sein Ding. Ja. Was wir brauchen, sind Menschen, die leidensbereit sind. Wir haben viele Prediger, wir haben viele Showmaster, wir haben viele Motivational Speaker, wir haben sehr wenige Männer und Frauen Gottes, die einfach sind und machen und nicht nur etwas sein wollen und vorgeben zu sein. Die sich nicht darum scheren, wie viele Likes sie bekommen auf Facebook. Das ist ihnen egal. Die machen einfach ihr Ding. Amen. Halleluja. Sei leidensbereit. Und dann in dieser Zeit, viertens, suche die Gegenwart des Herrn. Suche die Gegenwart des Herrn. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Die auf ihn blicken, werden sogar mit Masken strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Halleluja. Strahlen, so sehr, dass die Masken durchgestrahlt werden. Ja. Aha. Verbringt Zeit in seiner Gegenwart. Fasten, beten, Zungenrede, Gebet, ja. Bibel lesen, Wort Gottes, MP3s, zieh dir alles rein, alles. Tank auf! Ja, ja. Verbringt Zeit in seiner Gegenwart. Sonst wirst du es nicht schaffen. Lass das Öl viel und voll sein bei dir. Und dann das fünfte. Wir müssen offensiv evangelisieren. Halleluja. Jetzt die Zeit aufzustehen. Ja? Und viele Gemeinden versuchen gerade so zu überleben. Irgendwie schaffen wir das. Corona vorbei. Und dann kommen die Leute in die Gemeinde und dann spenden sie wieder und alles gut. Ja? Völlig falsches Denken. Ja? Finanzielles Denken. Überlebensdenken. Survival-Denken. Und Gott sagt, nein, ich möchte, dass ihr in der Endzeit, ja? Don't just survive, thrive. Also ja, nicht, dass du nur überlebst, dass du wirklich durchstartest. Er sagt, dass das Evangelium verkündigt werden soll in aller Kreatur. Er sagt, wir sollen Jünger machen von allen Nationen, ja, in allen Nationen. Und dass er bei uns ist, mit der 28, bis ans Ende der Zeitalter. Des Zeitalters. Okay. So, wenn er sagt, wir sollen evangelisieren, missionieren, bis ans Ende des Zeitalters, heißt das doch, auch in der Corona-Zeit. Auch heute. Ja. Ja. Egal was kommt, unser Fokus ist nicht Corona, unser Fokus ist Evangelisation. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und weißt du, selbst wenn Jesus in den Wolken wiederkommt, müssen wir unterwegs sein und irgendjemandem das Evangelium predigen. Wenn er wiederkommt, möge er mich erwischen beim Evangelisieren. Möge er mich erwischen, während ich so irgendwo. Ja. Amen. Ich will dem Herrn dienen. Auch jetzt will ich ihm dienen. Halleluja. Amen. Wir hatten ein Jahr lang ungefähr, habe ich fast keine Reisen gemacht ins Ausland. Ne? In Holland war ich noch ein bisschen, ging es da auch zu. Aber Leute, die Zeit war nicht vergeudet. Ich habe getankt. Ich habe Dinge aufgearbeitet. Ich habe gelesen, wieder gelesen, viel gelesen. Ja? Ich habe mehr gebetet als sonst. Da passiert was. Amen. Egal was kommt, bereite dich vor, hab immer Evangelisation im Fokus. Ich gehe raus, ich werde evangelisieren, ich bereite mich vor. Ja. Ihr wisst, was ich meine? Ja. Das ist der Fokus. Ja, nicht Corona, nicht Streitfragen, ne? Nicht wie machst. Nein, es geht ums Evangelisieren, Menschen retten. Und dazu brauchst du, das ist der letzte Punkt, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und in den letzten Jahren ist mir immer wieder bewusst geworden, wie wichtig das ist. Ich habe viel studiert in meinem Leben, viel studiert, Theologie studiert, ganz viel, viel gemacht. Aber ich habe festgestellt, das ist alles gut und auch schön, aber ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Gar nichts. Aber gar nichts.
Amen. Amen. Wir brauchen das Feuer. Ja, wir brauchen die Salbung, ja, damit wir Durchschlagskraft haben, Amen. Damit wir das bewegen können. Das Reich Gottes wird nicht gebaut mit klugen Worten. Ja. Das wollen wir heute. Wir haben heute, was wir nicht alles haben. Wir haben heute ein, ich kann das Gemeinde-Franchising. Ja. Da ist jede Gemeinde irgendwo erfolgreich. Dann kommen Leute und schauen sie es an. Ah, die machen das so. Ja. Dann wird es kopiert. Wenn die Logos kopiert. Alles, siehst du jetzt, du guckst, die haben alle ähnliche Logos, ähnlichen Lobpreisstil, ähnlichen Predigtstil, alles gleich. Ja? Die meinen, naja, wenn der erste Macht erfolgreich ist, ja, dann wird es ja auch klappen. Nein, es wird bei dir ganz anders klappen, aber im Geist. Amen. Der Herr hat sich eine andere Strategie, die dir angepasst ist, deinem Charakter, deiner Kultur, deinem Umfeld, die an dich angepasst ist, aber nicht mal in den Geist kommt. Halleluja. Amen. 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 Deswegen bin ich in Afrika unterwegs, weil ich hier nicht reinpasse. Ist ja. Und in Asien. Und in Afrika, da kannst du nicht, ich bin heute noch ziemlich ruhig, aber in Afrika kannst du nicht ruhig sein. Hier hört keiner zu, du musst schreien, damit jemand zuhört. Wir haben einen ganz anderen Pegel. Vom Geräusch, von der Lautstärke, Pegel, aber auch emotional. Bevor du ihn bewegst, emotional, muss da was passieren. Da musst du auf der Bühne springen. Ja? Da musst du schreien. Oh, das war wichtig. Aha. Ja. So, ja. Aber der Heilige Geist wird dir das geben, was du brauchst. Für dein Umfeld, für deinen Kontext. Ja? Die Leute, mit denen du dich abgibst. Für die Leute, wo du reingehörst. Da wird der Herr dir seine Salbung geben. Amen. Amen. Halleluja. Da wird er dich gebrauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Amen. 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 Und wenn das Feuer kommt, wenn die Salbung kommt, dann wirst du Zeuge werden. Und wir haben oft, wir kommen zur Kirche und wollen, ja, Pastor, bete für mich. Und dann, oh ja, und dann kommen die heilige Gänsehaut, kommt dann, kennt ihr die? Gänsehaut. Das ist gut, das ist alles okay. Wir können im Heiligen Geist auch eine Gänsehaut haben. Das ist gut, ja. Aber das ist nur ein Nebenprodukt. Ja. Das ist mir umgefallen. Umfall ist gut. Wir fallen es auch um. Ist gut. Umfall ist gut. Aber es ist ein Nebenprodukt. Ja. Oder ja, oder oh, es war so schön. Es ist wunderbar. Das ist ein Nebenprodukt. Ja. Bei manchen Menschen werden seelische Verletzungen geheilt. Wunderbar. Das ist ein Nebenprodukt. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit wir Kraft haben, Zeugen zu sein. Amen. Ja. Amen. Amen. Deswegen verschwende nicht Heiligen Geist für deine eigenen Spielereien, ja? Sondern er will dich erfüllen zu einem bestimmten Zweck. Amen. Er will dich erfüllen mit Kraft, damit du evangelisieren kannst. Amen. Er will dich erfüllen, dass ich kann nicht evangelisieren, dann lass es sein, sein Zeugnis. Ja. Amen. Sein Zeugnis. Du kannst doch wohl erzählen, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Amen. Ja? Dass er die Sünden vergeben hat und aus der Sucht befreit hat, dich geheilt hat, deine Familie wiederhergestellt hat. Erzähl, was du erlebt hast. Und Gott sei Dank dafür gebe ich dir Heiligen Geist. Amen. Dann werden deine Worte Gottes sein, weil sie Heiligen Geist inspiriert sind. Halleluja. Du wirst genau das sagen, was der andere Mensch braucht. Du wirst Menschen erreichen, die sonst kein anderer erreichen kann. Du kannst sie erreichen. Amen. Und diese Kraft brauchen wir heute Abend, Leute. Halleluja. Dieses Feuer brauchst du heute Abend. Du musst heute erfüllt werden vom Heiligen Geist. Jetzt sagst du aber, ja, ich hab doch schon. Ja, du kannst doch einen Nachschlag haben. Lieblingsspeise der Deutschen. Ne? Kennt ihr die Lieblingsspeise der Deutschen? Ist nicht Sauerkraut. Ist Nachschlag. Nachschlag. Ja. Heute kannst du einen Nachschlag haben. Epheser 5 bis 18, dass wir uns ständig erfüllen lassen wollen vom Heiligen Geist. Ständig. Vielleicht machen es einige so, die sagen jetzt, oh ja, ja, ganz toll, ich komme Sonntag hin, dann kommt der Pastor und der betet für mich, wie so eine Spritze. Ne? Wow, ich bin wieder voll des Geistes. Ne? Ist gut. Das hilft. Ne? Dann bist du wie so ein Junkie, jeden Sonntag hin, abholen, und dann geht es dir besser. Ne? Ja. Weißt du, ich habe damit aufgehört. Ich nehme keine Spritzen mehr. Ich, Geheimnis, ich bin am Topf. Da ständig Nachschub. Intravenös. Halleluja. Weil ihr könnt. Yeah! Ich muss nicht erst warten, bis Sonntag ist. Viel zu lange. Amen.
Wenn die Dosis eine Dröhne braucht, dann ja, danke. Dann kommt sie. Halleluja. Ja. Und manchmal komme ich ins Büro bei mir zu Hause. Ich habe ein Zentrum bei uns, da haben wir noch ein Büro zu Hause bei mir. Dann komme ich ins Büro und merke, oh, der Herr wartet auf mich. Was habe ich eigentlich verpasst? Warum bin ich nicht früher hier rübergegangen? Ne? Plötzlich merkst du, der Herr ist da, der will ich in der Woche einfach so beschenken mit Salbung. Halleluja. Amen. Amen. Und heute kannst du eine extra Portion kriegen. Ja. Und zwar schreibt das Paulus an Christen, Epheser 5, 18. Ne? Und sauft euch nicht voll Wein. Ja. Das ist auch ein Hinweis. Vielleicht sagt man hier, und sauft euch nicht voll Bier. Ja. Ja. Ne? Denn das bringt Ausschweifung. Ne? Unordentliches Leben. Ne? Stattdessen sagt er, ne? Lass den Bier weg. Das Bier weg, den Wein weg. Ja. Er sagt, lass das weg, die Droge ist viel zu schwach. Ich habe was Besseres, sagt Paulus. Ne? Nicht den Heiligen Geist. Sondern lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Wenn wir jetzt Griechisch lesen könnten, würden wir verstehen, dass es da heißt, lasst euch ständig immer wieder erfüllen vom Heiligen Geist. Ja. Nicht nur einmal. Ja, ja. Einmal ist gut, dann hast du mal Feuer bekommen. Aber dann immer wieder. Du darfst ein Heiliger Geist Junkie sein. Abhängig von ihm. Wenn du heute durstig bist, wird der Herr dich erfüllen. Amen. So, darfst du die Augen mal kurz schließen. Danke, Jesus. Kerama Shanto Robo Sindi. Lebra Kato Sho. Heiliger Geist, wir danken dir. Danke, Jesus. Darfst die Augen jetzt schließen. Danke, Herr. Und bevor wir jetzt beten für Salbung und für Feuer, möchte ich dich fragen, dich ganz direkt fragen. Und ich frage dich nicht, ob du ein Christ bist oder Gemeindemitglied, egal was du bist. Ich frage dich nur eine Sache. Ich frage dich, ist das Sünde in deinem Leben? Und wenn du Sünde in deinem Leben tolerierst, musst du heute umkehren. Musst du dich entscheiden, die Sünde zu lassen, sie wirklich auch lassen. Das ist Buße. Viele Menschen kommen zur Kirche und sie tun nie Buße. Sie bekennen nur ihre Sünden. Die Sünden bekennen ist gut, aber du musst Buße tun. Du musst dich entscheiden, die Sünde nicht wieder zu tun. Du musst dich von der Sünde abwenden. Bist du bereit? Wenn es in deinem Leben Sünde gibt, es kann Unvergebenheit sein, es kann Hass sein, was immer dich bewegt, betrügt, Diebstahl, Angst, Depression, Sorge ist eine Sünde übrigens, Sorge, Ehebruch, Pornografie, Lüge, Afterrede, üble Nachrede, egal was du am Stecken hast, es stinkt. Egal was du da hast, es stinkt. Du darfst heute loswerden und der Herr vergibt dir heute. Und wenn du sagst, ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade, darfst du jetzt die Hand heben und ich werde mit dir beten. Danke, Jesus. Noch jemand, danke. Danke da vorne. Wir werden gemeinsam beten. Noch jemand, danke. Wenn so Gott will, wir leben bis morgen auch um das Thema Gnade gehen. Und den himmlischen Buchhalter. Wenn ihr zuschaut, schaltet ein morgen um 10 Uhr. 10 Uhr morgen, oder? 10.30 Uhr. Schaltet ein. Morgen geht es um die Gnade und den himmlischen Buchhalter. Danke, Jesus. Aber jetzt geht es um dich. Aber wenn du jetzt zuschaust, wenn es Sünde in deinem Leben gibt, dann musst auch du Buße. Du darfst jetzt die Hand heben, da wo du bist, und als Zeichen vor Gott, dass du Ja sagst, dass du Vergebung brauchst. Lass uns gemeinsam beten. Bitte macht alle mit. Yes. Auch wenn du die Hand nicht gehoben hast, hilf ihnen, die Hand gehoben haben. Lass uns gemeinsam beten. Sag, Jesus, Jesus, bitte vergib mir meine Sünde. Bitte vergib mir meine Sünde. Ich wende mich ab von der Sünde. Ich wende mich ab von der Sünde. Und ich wende mich ganz hin zu dir. Ich wende mich ganz hin zu dir. Ich bekenne, dass du mein Retter bist. Dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich nehme das Geschenk der Vergebung jetzt an. Danke, dass du meine Sünden bezahlt hast. Danke, dass ich jetzt gerecht bin. Dass ich jetzt ewiges Leben habe. In Jesu Namen. Amen. Deine Sünden sind dir vergeben. Amen. Wenn du es zum ersten Mal gebetet hast heute, darfst du gerne noch ein Pastorsprechen anschließen. Aber ansonsten weißt du, die Sünden sind dir vergeben. Und lass uns doch aufstehen. Du darfst jetzt empfangen. Du darfst heute empfangen.
Ja, lass uns am Schluss kommen, Karl. Du darfst deinen Mund jetzt aufmachen und beten, du darfst ihn anbeten. Den Herrn der Herren, den König aller Könige. Er will dich heilen, aber er will dich auch erfüllen mit seinem guten Heiligen Geist. Du kannst so viel haben, wie du willst. Da ist genug Feuer da für dich. Du kannst alles Feuer haben, das du möchtest. Wenn du mit einem Löffel gekommen bist, wirst du einen Löffel voll kriegen. Wenn du mit einem Eimer gekommen bist, einen Eimer voll. Aber ich empfehle dir, pack die Badehose ein. Ja? Es gibt ein ganzes Meer von Salbung. Du kannst alles empfangen. Auch wenn du jetzt zuschaust, irgendwo im Wohnzimmer vielleicht, wenn du zuschaust, kannst du jetzt auch Salbung empfangen, da wo du bist. Jesus Christus wird dich gleich salben. Öffne dein Herz, öffne dein Herz, öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz, und fang an zu loben und zu preisen. Lob und preise ihn, lobe ihn und preise ihn, bete ihn an. Er ist dein König, er ist dein Herr. Er will dich erfüllen mit Heiligen Geist. Sprich zu ihm, sprich zu ihm, sprich zu ihm. Mehr, 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 sprich zu ihm, sprich zu ihm, sprich zu ihm, sprich zu ihm. Mehr, 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 mehr. Wir sind in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart ist Salbung. In seiner Gegenwart ist Heilung. Wenn du durstig bist nach Heiligem Geist, wenn du sagst, ich brauche den Heiligen Geist für die Endzeit, ich brauche den Heiligen Geist für die Corona-Zeit, ich brauche den Heiligen Geist, um radikal für Jesus zu leben, dann bitte ihn jetzt, damit er dich erfüllt. Bitte ihn, zeig ihm, dass du durstig bist. Sag ihm, dass du den Heiligen Geist haben willst. In Fülle. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sprich zu ihm. Bitte ihn um mehr Salbung. Bitte ihn um mehr Heiligen Geist. Um mehr Feuer. Um mehr Feuer, um mehr Feuer, um mehr Feuer, um mehr Feuer. Du darfst die Hände heben, Tarasani. Du darfst die Hände heben als Zeichen dafür, dass du empfängst. Heiliger Geist, wir danken dir. Salbung, 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 Salbung. Danke, Heiliger Geist, danke, Jesus. Sprich zu ihm, sprich zu ihm, sprich zu ihm, sprich zu ihm. Bereite dich vor, um zu empfangen. Öffne dein Herz, sei bereit. Halleluja. Es gibt nur einen Sieg, und sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes. Halleluja, lass uns hineingehen, tief hineingehen, Kehle, was Himmlisches, was Übernatürliches, Kehle, was Schwende. Oh, da war schon hier. Fang an zu empfangen, empfange. Yes, 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 komm, mehr, 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 mehr. Kehle, was Schande, da war Sande, yes, Lord Jesus, Halleluja. Konzentrier dich auf ihn. Er gießt aus, Heiligen Geist, er gießt aus, Salbung. Du kannst empfangen, du kannst empfangen, so viel du willst, so viel du brauchst. Salbung fließt, Salbung fließt, Salbung fließt. Keba Maschan, Robosiende, Kila Maschan, Robosiende, Kila Maschan, Robosiende, Kila Maschan, Robosiende, Kila Maschan, Kila Maschan, Kila Maschan, Kila Jesus, danke Jesus, Kila Maschan, empfangen, empfangen. Öffne dein Herz, empfange, 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 da wo du bist, da wo du stehst, da wo du sitzt, empfange jetzt, Kamabashinde. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Wir kennen dich an, wir ehren dich, du bist Gott, du bist Gott, du bist Gott, du liebst uns, du kennst dein Volk und du bereitest dein Volk vor, du bereitest dein Volk vor, du bereitest dein Volk vor, mehr von dir. Weniger von uns, mehr von dir. Oh, yes, Lord, Kira Moswende, kannst du es spüren? Kannst du es spüren? Kannst du es spüren? Kiba, baba, baba. Jesus, ich danke dir. Die Salbung ist hier. Die ist hier. Danke, Jesus. Kara Moschanda, baba, baba. Jetzt erst noch, baba, das wird. Mehr. Von der rechten Seite, Salbung fließt von dir.
fließt zu dir. Salbung fließt zu dir. Du wirst erfüllt mit Heiligem Geist. Kebrata. Du wirst ausgerüstet mit Kraft. Feuer! Feuer! Du hast ein Feuer, nimm mehr, trink mehr, nimm Nachschlag, trink mehr, Salbung fließt nochmal, von rechts nach links, Wellen der Salbung von rechts nach links, ein bisschen durch, Salbung fließt. Jesus, Feuer, Himmel öffne dich, frisch. Frisches Album! Träume, die gestorben sind, Visionen, die tot sind, stehen wieder auf. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Was er ausgesprochen hat über dein Leben, ist Ja und Amen. Es wird kommen, es wird geschehen. Oh, ich spüre sein Buch hier. Komm, Baradoi oder so. Hey, Heiliger Geist, wir brauchen mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Feuer, noch mehr Salbung fließt. Noch mehr, red groß, noch mehr, Empfangung. Jetzt werden Menschen ausgerüstet für den Dienst. Sein Werk ist kein schwaches Werk. Sein Reich ist kein schwaches Reich. Er rüstet Menschen aus mit Kraft. Furchtlosigkeit kommt. Mut kommt. Du wirst brüllen wie ein Löwe. Du wirst brüllen wie ein Löwe. Der Löwe auszieht und durch dich brüllen. Und du wirst die Wahrheit verkündigen. Sprechen, furchtlos. Du wirst Hände auflegen und Menschen werden gesund werden. Dort, wo du hingehst, werden Dämonen laufen. Und ich musste dich erst berühren, kannst du empfangen. Halleluja. Da, wo du bist, hast du empfangen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass die linke Schulter, die linke Schulter wird geheilt. Sünde aus der linken Schulter geht jetzt raus. Ganz weg. Das verlässt die linke Schulter, jetzt geht runter, das ist raus. Geht wieder raus, jetzt im Namen Jesu. Linke Schulter jetzt frei bewegen, schmerzfrei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für das rechte Knie, das geheilt wird. Das rechte Knie, das jetzt geheilt wird. Die ganze rechte Seite. Zur Zeit ist die rechte Seite dran. Danke, Heiliger Geist. Vater, wir danken dir für Engel, die hier sind. Dort wird das Wort gepredigt. Wir sind Engel unterwegs. Danke, dass ihr jetzt die rechte Seite berührt. Überall, wo ihr steht, prüft eure rechte Seite. Jetzt passiert jetzt was auf der rechten Seite bei euch. Kiramus, Kiramus, Santa. Danke, Jesus. Kirama Santo. Danke, Jesus. Das Knacken im Knie geht raus. Das Knacken im Knie verschwindet jetzt. Danke, Jesus. Migräne geht. Migräne, du gehst, 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 gehst im Namen Jesu. Namen Jesu. Danke, Jesus. Oh. Rückenschmerzen, macht euch aus dem Staub. Geht! Geht im Namen Jesu! Jede Art von Entzündung, geht! Jeden
jeder Virus. Du hörst mich, ich spreche zu dir im Namen meines Herrn, im Namen Jesu Christi. Virus, ich spreche zu dir. Jeder Virus, der sich hier aufhält, ich binde dich, ich zerstöre dich. Ich bringe dich unter das Kreuz, ich bringe dich unter das Gericht, unter das Feuer des Heiligen Geistes. Raus! Das Blut Jesu schützt uns da, wo wir sind. Leistenbruch auf der linken Seite. Leistenbruch auf der linken Seite. Links unten Leistenbruch. Danke, Vater, dass es heilig geschieht. Es kann für dich sein, es kann für jemanden sein, der zuschaut. Leistenbruch auf der linken Seite. Links Leistenbruch und geheilt im Namen Jesu Christi. Danke, Jesus. Halleluja. Ich komme gegen jede Hautkrankheit. Geh im Namen Jesu. Gegen schlechte Blutwerte, geht im Namen Jesu. Diabetes, geht im Namen Jesu. Krebs, du Geist des Krebses, ich binde dich im Namen aller, im Namen des Herrn, der über alle Herren ist, im Namen Jesu Christi. Im Namen dessen, der gekommen ist, um die Werke des Bösen zu zerstören. In seinem Namen komme ich gegen dich, Krebs. Du bist ein Werk des Bösen. Krebs, du gehst. Amen. Jeder unreine Geist, ich binde dich, du gehst. Raus! Raus! Immer noch links. Sei links unten, immer noch, das ist ein Schmerz. Links unten. Der muss gehen, jetzt im Namen Jesu. Jetzt im Namen Jesu, danke. Danke, Jesus. Danke. Karamos. Jeder Fluch ist zerbrochen in Christus. Jedes Joch ist zerstört durch die Salbung. Im Namen Jesu Christi. Danke, Jesus. So. Wenn du noch Schmerzen hast, irgendwo in deinem Körper, irgendwo, darfst du kurz die Hand darauf legen. Du kannst sie auf den Kopf legen, das funktioniert meistens auch für alles. Auf den Kopf oder da, wo es weh tut, da, wo du Probleme hast, tu es jetzt. Halleluja, du glaubst an Heilung. Du glaubst, dass Jesus geschlagen wurde, damit du geheilt wirst. Glaubst du das? Amen. Das ist wahr, das stimmt. Er hat das ganze Opfer bezahlt, nicht nur ein halbes Opfer, er hat alles bezahlt. Ja, alle Flüche, alle Krankheiten, alle Sünden, alles bezahlt. Auch deine Krankheit hat er bezahlt. So, und das Volk Gottes muss ein starkes Volk sein. Wir müssen ein starkes, gesundes, wohlhabendes Volk sein. Wir müssen die Leitkultur bilden. Ja. Das will Gott. Ja, deswegen darfst du nicht krank sein. Jetzt komme ich gegen alle Krankheiten unter diesen Händen. Nicht ich spreche im Namen des Herrn Jesus Christus, dessen Name über allen Namen ist. Ich spreche im Namen von Jahwe Rapha, dem Gott, der heilt. Ich spreche im Namen Jesu, der geschlagen wurde, damit du Krankheit gehst. In seinem Namen spreche ich jetzt und ich binde dich, Krankheit, zerstöre dich, verfluche dich und ich schicke dich weg, da wo du hingehörst, im Namen Jesu. Krankheit, raus! So, Krankheit ist raus. Und der Schmerz muss auch gehen, Symptome müssen auch gehen. Nicht nur Krankheit, auch Symptome müssen gehen. Habt ihr gewusst, dass Jesus nicht nur den Sturm gestillt hat, er hat das Meer auch gestillt? Beides, das ist interessant. Er hat beides gestillt. Und jetzt wird er dann deine Symptome auch noch stillen. So, die Krankheit ist raus. Jetzt müssen die Symptome auch noch gehen, die Schmerzen müssen gehen. Vater, im Namen Jesu Christi, jeder Schmerz, der sich da auffällt, hier in diesem Raum, jeder Schmerz, der noch da ist, alle Symptome, die noch da sind, die uns vorgaukeln wollen, dass wir noch krank sind, all diese Symptome müssen jetzt gehen im Namen Jesu. Raus! So, danke, Jesus. Jetzt fließt Heilung. Danke, Vater, dass wir Haushalter sind deiner Gnadengaben. Wir sind Haushalter deiner Gaben. Vater, heute will ich haushalten mit Gesundheit. Und wir fangen hier vorne rechts an. Unsere Schwestern im Lobpreis hier vorne. Und die Heilung wird hier vorne anfangen, wird durchgehen, wird hier reingehen, bis nicht hier vorne hin zurück wieder. Und sie fängt jetzt an, von hier vorne. Heilung fließt, nimm. Heilung fließt hier durch, nimm. Heilung fließt, nimm. Heilung fließt, nimm. Nimm. Nimm.
wenn du zuschaust, Heilung fließt jetzt zu dir. Nimm im Namen Jesu. Heilung im Namen Jesu. Von der linken Seite Heilung bis hinten durch in die Küche hinein, in den Flur, bis hinten durch auf die Bühne. Heilung im Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. So. Jetzt sagen wir das, was die Bibel sagt. Wir sagen es im Glauben. Sprich mir nach. Sag, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Sag es nochmal. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Sag es mit einer ganz tiefen, ehrlichen Überzeugung. Ich bin geheilt mit Jesu Wunden. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Amen, das bist du. Das bist du jetzt. Danke, Jesus. So. Und jetzt darfst du zurückkommen auf die Erde und darfst kurz überprüfen. Überprüfe, wie das Körper deines geschmerzt hat. Überprüfe die Stelle, die weh tat. Bewege das Gelenk, bewege das, was vorher nicht möglich war. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Überprüfe die Heilung jetzt. Sie ist schon da, sie ist freigesetzt. Überprüfe die Heilung jetzt. Überprüfe sie jetzt, dein Jesus. Tu es jetzt. Deine Schulter bewegen, deine Knie bewegen, deinen Rücken bewegen, was immer es war. Tu es jetzt, danke Jesus. So, wie viele von euch haben schon Heilung empfangen? Gebt mal die Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf da hinten. Noch jemand? Noch jemand? Zwölf. Da vorne war jemand gewesen. Nochmal, hebt mal die Hände nochmal hoch. Wer Heilung empfangen hat, mal die Hände hoch. Danke Jesus. Ich zähle mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Hast du Lobpreis? Hebst du die Hand? Lobpreis, 13. Noch jemand, der ist noch geheilt worden? Wir haben 13 Leute, die geheilt worden sind. Also 13. Vater, wir danken dir für 13 Heilungen, die jetzt schon offenbar sind. Leute, das ist nicht alles. Es kommt noch mehr Heilungen. Aber 13 sind schon mal da. Und Vater, wir danken dir für alle Heilungen, die jetzt angefangen haben und die sich vollenden werden im Namen Jesu. Aber danke, Vater, für 13, die jetzt schon wissen, dass sie geheilt sind. Ja. Danke, Heiliger Geist. Ja. Vater, wir geben dir alle Ehre. Vater, wir versiegeln diese Heilung jetzt mit deinem guten Heiligen Geist. Und danke, dass sie nicht zurückfallen werden in Unglauben, nicht zurückfallen werden in Krankheit, Vater. Danke, dass die Heilung gekommen ist, um zu bleiben, dass sie permanent ist. Im Namen Jesu Christi. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. So, ich möchte mal Zeugnis geben für die Leute, die geheilt worden sind. Geheilt worden, welches Zeugnis geben? Kommt nach vorne. Wenn 13 die Hand gehoben haben, keiner nach vorne kommt bis hin. Jetzt komm, ja. Ich habe die Schulterschmerzen gehabt. Schulterschmerzen? Ja. Amen. Hab die Nacht tief geschlafen und den ganzen Tag weh. Amen. Der Schmerz ist weg. Halleluja. Wie lange hast du gehabt? Den ganzen Tag von der Nacht. Achso, jetzt okay, ja, das ist weg. Halleluja. Lass mal klatschen für Jesus. Amen. Schulterschmerzen geheilt. Danke, Jesus. Noch jemand? Ja, bitte. Ich habe die linke Schulter, ist das bekannt, habe ich durch den Sport, ist eine Sehne abgerissen und eine angerissen. Und ich konnte, als ich jetzt hierher komme, konnte ich den Arm nicht hoch runterheben und so. Amen. Das geht. Amen. Schmerzen. Amen. 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 Jesus. Amen. Jesus. Ja, komm. So, ich habe die rechte Schulter, wir teilen uns das, ja, jetzt sind wir beide wieder fertig. Ich habe noch was gefasst. Amen. Ja. Ich konnte es auch gerade nicht. Aber danke, ihr habt die Klatsche für Jesus. Amen. Super. Das ist nur der Anfang, das ist noch mehr Heilung. Amen. Einfach nur, dass es real ist. Wir haben jetzt drei Leute, die geheilt wurden, die ein Zeugnis gegeben haben, 13, die sagen, die sind geheilt worden. Es sind noch mehr Leute geheilt worden. Einige werden es erst merken, wenn ihr zum Arzt geht. Oder wenn ihr, ne? Nachher auf Toilette geht, ups, das geht ja wieder. Zum Beispiel. Oder wenn ihr morgen aufwacht, und sagt, Mensch, die Schmerzen sind weg. Ne? Und dann sagt bitte Bescheid, sagt Jesus Bescheid, dankt ihm, sagt der Gemeinde Bescheid, gibt Zeugnis. Das hilft Menschen zu glauben. Amen. Danke. Also ist noch mehr geheilt worden. So, ich möchte auch beten, bevor ich schließe. Vater, wir geben dir alle Ehre. Du bist so genial. Du bist so gut, Jesus. Herr, wir lieben dich. Du bist unser Gott. Du heilst, du liebst Menschen, du vergibst. Herr, was wären wir ohne dich? Vater, ich danke dir für meine Geschwister hier in Duisburg. Danke, dass das Feuer hier noch ist, Vater. Ich bin
bitte dich, Vater, nach diesem Wochenende, dass das Feuer sich multipliziert, dass es ausbrechend ansteckend werden, Vater. Vater, ich bitte dich, segne die Leiterschaft, Vater. Segne Pastor Grafo, Vater. Segne seine Familie, segne ihn, erhebe ihn, Vater. Wir bitten dich, Vater, dass die Erweckung geschieht in ganz Duisburg. Amen. Und weit darüber hinaus. Amen. Danke, dass du uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben hast. Amen. Danke, dass wir furchtlos sind, Jesus. Danke, Vater, für deine Gemeinde, für dein Volk. Danke, Jesus. Und du hast heute empfangen, jetzt musst du gehen. Und wenn du gehst, werden Zeichen und Wunder dir folgen. Amen. Amen. Dank, Daniel. Ich bin gesegnet. Wer ist noch gesegnet? Ich möchte dem jetzt nicht viel hinzufügen. Ich weiß, wie das ist, wenn dann immer noch ein endloser Schwall von irgendetwas kommt. Wir sind gesegnet. Ich danke dem Daniel dafür. Und ich verabschiede euch. Kommt gut nach Hause. Kommt morgen wieder. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen. Amen. Schöne Träume, Gottes Segen. Bis morgen. Amen. Amen.